Heute nicht in die Pose. Das ist neu. So, wo rücken wir als erstes hin? Schnauzblick am Anfang des Streets. Ich glaube dort unten, da wollten wir mal da hinten. Hier so in der beim kleinen Dorf, da wird man noch gefunden. Die Richtung ist durch am besten. Ist dort beim Viadukt oder? Gehen wir erstmal dorthin. Au. Das war eine so blöde Idee. Ich vergaß, dass dieses Spiel Fallschaden hat. Ich habe es immer noch nicht ausgestellt. So, irgendwo am Grund eines dieser Felsen. Jetzt unser Zeug. Natürlich kommt jetzt ein Waschhauer. Nur weg hier. Laufe ich in die falsche Richtung oder was? Sieht so aus. Mist. Ups, ein paar Kleider mit. Da haben wir doch unser Zeug schon wieder. Cool. Ich schnell wieder zurück hier. Ein Teilsperr ausrüsten, weil das ist der beste. Ich könnte nämlich aber auch noch mal mit rein. Wir haben Giftpfeile mit drin. Können wir das auch mal ausrüsten? Es wird Nacht, wo ist der nächste Checkpoint? Hinter uns. Das grüne Gebiet können wir noch nicht rein, das habe ich schon mal versucht. Mal so fies. Aber der Kraft hat getötet. Im Schlaf. Oh je. Na komm, geh rein. Sehr schön. Ich dachte, wir haben warme Klamotten an. Hitzeresistente Fellrüstung. Na ja, gut.
Nicht kälteresistent. Der Weg ist nicht mehr weit. Oha, was haben wir denn hier? Tombat. Das wird eventuell tödlich enden, aber was soll es? Sowas von wahrscheinlich. Oh Gott. Wenn wir den fangen können, dann haben wir auch was. Na komm, hier haben wir gleich. Okay, hier mal, komm, einen Ball haben wir davon. Oha. Na komm. Hat sie wieder befreit oder wurde gefangen? Das ist die große Preisfrage. Das hat sich umgebracht, aber. Ah, wir haben ihn gefangen. Sehr schön. Level 11 Tombat. Interessant. Schönes großes Tier. Hat sich das ja gelohnt. Und so erzeugt die ganz in der Nähe von einem Safe Point. Autsch. Ich brenne. Welchen waren wir unterwegs zu gehen? Ja, da liegt unser Zeug. Muss ich hier nicht runterfallen? Vielen Dank. Und da oben liegt er, der Beute. Metallspieler, Keuler, ja, Abos können wir auch mal drin lassen. Jetzt ins Camp zurück, dann mal schauen, ob wir den. Ich würde gerade sagen, dass wir den ins Team holen. Dann können wir. Mal Richtung was Osten oder wo brechen. Oh, ein legendäres Ei, vielleicht ist da auch noch was drin. Düsteres Jungbräu. Nox. Okay, ein gewöhnliches Ei. Mal schon, was Nox so kann. Nicht viel. Ich werde da gleich mal Tombats mit ins Team nehmen. Luftschutz und Luftkanone.
Da würde ich das hier, wenn das gute Angriffe macht, das dafür haben wir eigentlich Juni hier drin. Würde ich mal Marv was packen. Das kann ganz gut sein, so Psycho. Ich meine, mit Modi haben wir auch schon Psycho im Team. Ich weiß nicht. Hat auch ähnliche Sachen. Dann lassen wir es mal lieber. Nehme ich wieder. Ja. Mit Depressor haben wir schon einen Team. Mal kurz auf die Werte gucken, vielleicht. Angriff 232. Ja gut. Na gut, ich nehme es durch mal lieber. Kann ich Mordi und Slara zum Arbeiten schicken. Steine abbauen können wir. Dann braucht unser das Teammitglied noch einen Namen. Sieht. Mensch, denn schon. Wo sehen sieht das echt schön aus. Im Kampf können das auch einiges. Max haben wir schon einen. Ich glaube, der Mensch, der hieß Max. Den Mensch haben wir schon. Ich habe eine Idee. Ich weiß gar nicht, wie es geschehen wird. Sehr schön. Ach, hier mal durch Max. Ein bisschen Patrouille macht. Oh nö, ein Wanderer. Müssen wir außerhalb des Camps angreifen. Noch einen weiteren Menschen-Team. Lieber eins, das bringt der. Ich darf mit meinem Teil schwer gar nicht angreifen. Warenhändler. Lauf mal hinterher. Was hast du denn? Das ist Milch. Oha. Aber der Rest, ich weiß nicht. Gut, Beeren kann man selbst herstellen. Was Gefühligkeitsdrogen? Nur so krass gefühliger machen wir was. Jetzt geh aus dem Lagerhaus. Noch ein bisschen weiter. Das war doch wieder ein Fehler. 15 Jungs. Nichts. Und jetzt ist er tot. Außerhalb des Lagers. Da geht sowas.
Das Pinguli. Oder nicht. Ja. Na komm, nimm mit dir. Und die Pfand, wie viel haben wir davon schon? Oh, schade. Können wir das nicht aufheben? Den Platz im Inventar. Wow, das hatten wir auch noch nicht. Müssen wir ein paar Sachen entsorgen. Für ihr ist man noch nicht brauchen. Mist. Die Wand wollte ich fangen. Verdammt. Ich muss mal ins Lager und mein Zeug sortieren. Kisten. Funk. Schwer zu fangen wie immer. Ach komm, dann hau halt ab. Statuspunkte. Bisschen Ausdauer. Ist schon voll. Ist aber voll. Ja, das sind ein bisschen Knochen. Wir brauchen neue Kisten. Metallbahn und Kriegsbauteil. Wir müssen Bosse besiegen. Gebaut habe nur so. Teilbaren. Ja, da müssen wir auch nochmal ein bisschen gucken. Capriti-Fleisch, okay, interessant. So, alle Sachen, die wir unterwegs nicht brauchen, können wir nicht hier reinschmeißen. Doch, Tasche doch gleich wieder ganz frei. Was wird hier gerade sogar? Die Milch muss im Kühlschrank. Die haben wir schon mal hier. Ich hoffe, das ist der Zweck dafür. Ich
Viel ist hier noch drin, wahrscheinlich viel zu viel. Ja, jetzt bin ich ja selber was. Riesige Wahl hier. Ich würde sagen ab. Ich gehe mal wieder auf Reisen. Team Packer, Level 23, das schafft man nicht. Level 30. Ich bin Level 18. Hm. Irgendwann später kommen wir hier nochmal her und räumen das Lager auf. Schlachten hier die Menschen ab. Da drüben gibt es noch einiges, da müssen wir hin. Bisschen unser Bulky mit laufen lassen. Ja, das Essen, das ich mit Absicht links nehme. Ohne Statue. Ich kümmere Bauchen. Oh oh. Jetzt ertrink ich hier wieder beim Schwimmen. Nicht so gut durchdacht. Aber gerade ist die Ausdauer erhöht. Hier ist ein kleiner Stein, vielleicht kann ich hier auf Krach sind. Natürlich nicht. Ah doch. Da habe ich ein bisschen hier. Alles für eine Statue. Oh nein, Hundi. Nee, Wolfi. Ist ertrunken im Wasser. Pff, warum habe ich den nicht mit reingenommen? So ein Trick. Aha, Ultraschallsensoren. Ist das gut für den Kampf oder? Ultraschall ist eher zum Erkennen von Dingen. Komm mal wieder rein, bevor du auch mal drauf gehst. Ja, genau hier wollen wir lang. Ja, den Schläger habe ich jetzt noch mit dabei, den Baseballschläger. Für den Fall, dass jemanden fangen wollen, nicht wer zu schwach ist. Das wollen wir mal mit einem Schlag töten. Ja, so zum Beispiel, hier wäre es angemessen gewesen.
Betoniner Palball. Ach, hier haben wir wieder das wildere Lager. Wie schwer sind die? Ach, Level 4. Kommt nur her. Ein bisschen Munition. Farbbelege. Bilder. Über easy. Und auf einmal könnte ich ein bisschen tragisch werden, aber wir kommen. Besser dann. Und der kennt ihn. Und warum der jetzt das Lager auf? Doch ein besseres hier. Ein Chef oder so, der das hier noch irgendwie ein bisschen besser hinkriegt. Swee haben wir geholt. Interessant. Wo kam das denn jetzt her? Die würde ich fangen. Komm wieder rein. Das Lager gehört jetzt uns. Können hier Sachen abbauen? Nee, schade. Das wäre natürlich cool, wenn man irgendwie feindliche Lager noch bauen könnte. Die Ressourcen draus verwenden kann für das eigene Camp. Oh, hier haben wir das Igel. Karl. Ach du Mist. Eine Tupuse. Muss vorsichtiger sein mit den Angriffen. Hier ist noch ein Ei. So früh das Ei. Und hier ist ein großes Palladium vorkommen. Nein, noch. Schlägt immer zweimal zu. Was bist du dann? Level 7. Na komm. Ah, schade. Bisschen Tanzi, oh Gott, nein. Oh, hier haben wir ein neues. Wollte ich gerade schlafen liegen, oh. Komm.
Nee, das ist noch zu wenig. Lampe schieben. Drüben war ein Safe-Card mit einem Schnellreisepunkt. Und Level 12 fehlt aber. Wenn ich kriegen wir auch. Die Schnellreise freischalten, falls wir sterben. Haben wir einen Ort, wo wir hin können? Glaube ich aber nicht. Und inzwischen relativ gut. Bambusklamm. Das ist ein bisschen problematischer. Dann werde ich mich auch mal verbindisieren. Mal schlafen gehen. Müssen nicht die Nächte durchmachen. Sollte man auch mal eine Kiste tun. Wo wir unterwegs wieder Probleme kriegen. Oha, Klaps auf Fleisch. Ausbrüten. Oh, ein Ecktier. Nicht so heißt, aber egal. Das können wir fürs Lager bauen. Weizen verkocht auf der Mühle. Weizen verkocht auf der Mühle. Kochtopf können wir hier. Weizenfeld. Mühle. Sehr schön, das war das Wichtigste. Kaminset. Teppichset. Ja, sicher. Outfit-Sachen. So, das ist unser Haus noch nicht, dass wir das bauen sollten. Und den Sattel für den können wir schon machen. Den haben wir schon freigeschaltet. Pflanzen auf Bavancet. Ja. Nordhöhlschutz wenn ich dazu. Er kühlt jetzt. Okay. Was Neues, das wir machen können. Wir bauen höchstens Weizenfeld, da brauchen wir Weizensaat. Wo auch immer wir das hernehmen sollen. Metallbaren. Wir brauchen jetzt für alles Metall. Oh. Kochtopf.
Junger Preis dann kochen. Wahrscheinlich schon. Mühle, die können wir schon bauen. Fangen wir mal mit damit an. Wer ist denn hier? Okay, dann brauchen wir dann Weizen. Ah, wollen wir hier machen bei mir. Sehr schön, verstehe. Und Brot backen. So läuft das hier. Weizensaat, keine Ahnung, wo wir Weizensaat helfen sollen. Wie viele Metallbahnen haben wir denn überhaupt hier? Hier ist nichts. Nur insgesamt eher nichts. Nur ein bisschen gut. Muss noch ein bisschen abbauen gehen. Ich baue wieder Erz. Oha. Versucht denn der sein Freund oder was? Glück sind wir recht nah am Camp. Oh nein, getötet. Wie liegt er nun? Nee, der ist tot. Schade. Bitte sofort unter unserer Spitzhacke. Hungrig, aha. Und war irgendwo noch mehr. Und da war noch Eisen. Jetzt können wir uns Nightwing holen. Komm, Waffe wechseln. Nicht die, die hier. Das ist vergiftet. Das ist eine Frage der Zeit. Sich von selbst. Na komm. Wo ist das?
Das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's wirklich nicht. Zum Glück direkt neben dem Camp. Mit Beeren haben wir jetzt wohl genug. Und das, wenn wir uns selbst im Moment rausgeht, können wir uns das abholen hier. Da haben wir eine Beeren, ein Beerenfeld, was fleißig. Okay, ein Zombie. Wird fleißig bedient hier. Das Beerenfeld. Jetzt den Waffenbruch. Die Spitzhacken brauchen wir tatsächlich. Hier ist noch ein großes. Das ist ein Bossgegner. Oh ja. Geht's. Ja, der Angriff von. Also der Angriff von unserer Pal. Das ist echt. Können wir gleich nochmal erhöhen nach dem Kampf. Müssen wir wieder ein antikes Teil kriegen? Ja, 4 Stück. Sehr schön. Da drüben sind noch mehr davon. Und für den Kampf vielleicht mal eins gebrauchen, aber mehr davon fangen dann wird sich auch das Level in dem Fall, was wir im Team haben. Dann muss ich also gleich mal hin. Ich schleppe zu viel. Ich fange mir auch ein paar. Ich kann nur einen davon fangen. Und den muss ich umbringen, damit er mich nicht angreift. Ich habe mich gleich. Ach du Scheiße. Ich habe mich ein bisschen überschätzt. Dann zwei auf einmal, das ist ein bisschen heftig. Na komm, rein mit dir. Bleib drin. Sehr schön, das ist drin. Waffenbruch. Ich hau ab. Kann ich nicht, trage zu viel, oh je. Schleiche davon. Ein paar Bärenfuttern.
Erstmal reparieren gehen. Ah ne. Erstmal Sachen loswerden. Total unsortiert gerade noch, aber. Das wird doch nichts mehr. Noch mal mehr Eisen machen. Das muss auch mal wieder so. Während wir heilen, können wir ein bisschen. Achso, hier ist meine Flasche. Mit Schraubverschluss. Ich einhändig öffne. Wenn ich F drücke. Wieder auf anders machen. Letzten Seite machen wir noch nicht. Ich muss meinen Kochtopf gleich mal machen. Irgendwo unterwegs ein Weizenfeld. Wie man das glauben kann. Ich glaube, beim Lager bei denen war was. Das können wir mal machen. Ein Ziehen sehe ich nicht. Wozu wir das machen, wenn wir die auch auf die Box legen können, wenn sie kampfunfähig oder unbedingt sind. Wird fleißig gemacht. Nein, von 15. Noch einen Metallbarren rein gehabt. Ich glaube nein. Schade, dass wir Sachen wie Patronen oder so nicht zum Metallbarren machen können. Dann nochmal 4. Das reicht glaube ich genau. An den Material, was wir kriegen. Schauen, was hier drin ist. Ah, ein Dummutz. Haben wir schon. Nicht wo. Ist weiter. Muss man mit. Kämpfen sie panisch verrichtet werden. Da legt ein Pröschen ein. Soll ich das auf der Box machen? Wir brauchen jetzt gerade eben. Jemanden, der hier Feuer macht. Genau so.
Ich warte hier drauf, damit ich den Kochtopf machen kann. Gehen wir mal auf Weizenjagd. Vielleicht im kleinen Dorf. Das könnte sein. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Kochtopf, den kann ich vielleicht hier mit dazu stellen. Und wenn alle gemeinsam dran arbeiten, geht das sehr, sehr schnell. Sachen, die wir mal vorher noch nicht machen konnten. Na, jetzt ein bisschen mehr kochen. Kaputzt mir den Arsch, während ich koche. Oh, heiße Milch. Man heißt mich auch in der Pfanne brät. Das Kochen steht doch das Level der KS an. Aber nicht so viel. 40. Und doch mein eigenes Level. Und Level 15. So klein auch die können wir das schaffen. Boosterbalken ganz sehr schön. Das kann man nicht ganz. Uns gut, das bringt es am meisten was. Ja, dann, wir kriegen durch die meisten plus 66 plus. Das dauert auch am meisten. So schnell können wir da nicht. Ich glaube, 19. Wenn wir es kochen. Sagen wir ein paar gekochte Beeren. Mal Zeit ins Bettchen zu gehen. Mir wird auch nichts mehr weiter gemacht. Egal. So weiter geht's. Im Pool gelandet. Weizen soll ich dann schon nochmal. Ich
kleines Dorf. Wurden die down gelevelt? Noch Level 40. Kann ich von dir was handeln? Und hier ist eine Höhle. Das können wir auch mal machen. Ich glaube, da werden wir keinen Weizen drin finden. Aber Schwierigkeit Level 13. Na, was soll's. Irgendwann müssen wir es mal machen. Eine Idee, die müssen wir. Level 6 geht drüben. Hätten wir auch fangen können. Oh, Mau. Level 9. Muss unbedingt fangen. Na komm. Besserer Ball. Und ein neues Pal. Ein Footler. Schöne Pals in der Hülle gekriegt. Das ist immer wichtig. Jetzt Pilze oder was? Hier ist nur Erz. Brauchen wir aber trotzdem. Das mal mit. Ups, das noch mal, bevor wir wieder nur schleichen können. Hier. Bosskampf noch in der Höhle. Das Level rechtfertigt. Aha, interessant. Und wir verirren uns jetzt nicht so, dass wir nicht mehr rausfinden. Ah, noch ein paar Futtler. Ein Paddler. Ja.
versucht, die mal mit einem anderen Ball zu fangen. Das ist eine geringere Chance, aber muss ja nichts heißen. Ach Mist. Na komm. Ja. Kann man ja mal versuchen, zumindest mit. Ja, das geht doch. Bist du hungrig? Jetzt nicht mehr. Spitze ist gleich kaputt. So, kommen wir hier wieder raus. Weg folgen. Ah, der Wildrat. Fein produziert. Fein gemacht. Da war dann wieder gut. Oha, gibt es noch was? Mario. Na komm, da drin. Schön. Eine Statuspunkte. So, Angriff. Ja, Angriff geht eigentlich. Ich das vertragen können. Kann ich auch gerade ehrlich gesagt nehmen. Und noch ein bisschen auf HP gehen. 1118. Ach, verdammt. Das sah so interessant aus dort oben. Ich glaube, hier waren wir schon. Und auf einem Kreis. Kreisfäden. Ja, die habe ich da auch mal einen Auftrag gegeben. Hier nicht. Dann kann man vielleicht hierher. Was haben wir hier? Erz. Waffenburg. Was war ein Wilderer denn hier? Ach so, wir sind ja hier im Dorf. Ja, im Dorf sind wir glaube ich nicht.
Und bei Dietrins. Ich sehe nichts. Was meinst du? Nummer 2 erst, oder? Ich wusste gar nicht, dass die hier zum Dungeon gehören. Auch toll Mut. Ist noch ein D drin, da wird's hin. Dann mal raus hier. Das leuchtet noch schön. Ich finde hier aber keinen Ausweg. Verlässt man in den Dungeon wieder. Man stirbt, oder? Das kann es ja nicht sein. Das heizen wir weiter. Hoffentlich. Ich bin fast tot. Soll ich wieder hochzuholen aus der Höhle? Das wird ein bisschen blöd. Muss ich ungern tun. Nur 3. Das würde ich wirklich gerne raus. Hier noch rum. Ich habe mich verirrt, wie komme ich wieder raus, kann ich mir den Weg zeigen. Ich hätte noch mehr von denen. Na, du den Dungeon verlassen hier. Hier geht's raus. Oh, verdammt. Da haben wir noch genug drin gemacht. Oh, nur noch ein Drachenpal. Dann können wir den Parts Dungeons and Dragons nennen. Forschungsmanning. Kann man hier irgendwo Weizen finden? Wenn, dann würde ich das sagen, hier in der Nähe des Dorfes irgendwo.
Du machst mich jetzt auch nicht mehr an. Mist. Würde ich fangen. Gehen wir auf den Aussichtspunkt. Ein Quark. Ah, Mist. Quark. Das haben wir nicht geschafft. Hier. Wir sind voll. Was können wir denn abwerfen? Nicht sehr viel. Jetzt will ich es mal essen. Holz kriegen wir noch am leichtesten wieder. Schwert sein. Oh, hier ist noch ein Ei. Ja, an die Spitzen der Felsen müsste auch mal öfters klettern. Um die Eier aufzusammeln. Ich hab Bärensamen. Verdammte Axt. Ich konnte nur nach Weizen ausschalten. Und das hier kriegen könnte. Ich habe auch noch keine Ahnung. Da werde ich wahrscheinlich mal googeln müssen. Schnell ich mal zum nächsten. Station, die sich immer weiter entfernt. Was soll ich machen? Runterspringen. Das ist eine saublöde Idee. Im Strand lang. Auch noch unter dem spitzen Turm drüben. Ich kann auch nicht klettern. Ach, das ist Schwachsinn. Was werde ich denn da los? Das nee, da noch nicht. Die Medizin, wer braucht die? Noch zu schwer. Das Fleisch fallen lassen. Verdammt, das haben wir da getötet. Und da ist eins.
mehrere Sekunden. Das ist wahrscheinlich beim Dorf. Na, kommst du jetzt mal? Ja. Ob du mich verarschen willst? Wow, Spiel. Spiel. Dann halt nicht. Meine Fresse. Da ist schon ein Schwein hinter mir. Und es wäre noch ein Statue. Entferne ich mich wieder oder was? Uff. Da drüben ist das Dorf. Ich weiß absolut nicht, wo ich gerade bin. In der Pampe bin ich da gelaufen. Soll ich denn da rankommen? Okay, ich weiß. Soll ich denn an diese Pralstufe rankommen? Holy shit. Ah, Ziel. Sehe nix. Komm ich jetzt hier hoch? Nur auf die Durchreise, nicht angreifen. Hier sind die Feuerpfeile. Das, weshalb wir losgerannt sind, haben wir noch nicht gefunden. Aber einige andere Sachen. Das Hook geht nicht so wie während des Videos.
Wegen des Videos doch vielleicht schon, aber so wird gerade wirklich im Spiel. Das ist ein Problem des Spiels. Es liegt nicht an irgendeinem mobilen Endgeräten. Es liegt an mir. Am Spiel. An mir auch nicht. Also ich würde aber mal jetzt eine kurze Pause machen. Fuddler gesucht. Das neue Gebiet erkundet. Bauen wir noch das Weizenfeld. Wir jetzt mal in der Pause mal gucken, wo wir Weizensamen herkriegen. Hier irgendwas Neues, ein bisschen was können wir. Eiskühler, keine Ahnung wozu. Große Werkzeugkiste, Giftfeuerarmbrust. Oh, Musketenbeutel zu den Waffen. Schusswaffen. Da bin ich dann interessiert. Was ist mit 21? Zementzuchtfarm. Kälteresistente Fellrüstung. Da bin ich interessiert. Feuerheizung. Ja, lass mal lieber noch. Megaschild. Ausrüstungsgegenstände würde ich jetzt mal eher Aufsichtskanzen. Oha. Interessant. Dann können wir das Haus dann bauen und da einmal Ausschau halten. Jetzt hätten wir noch Fleisch dabei. Ja, Quarpals verarbeiten. Dann kann ich noch die Pflanzenzeit dazu. Weil wir haben hier noch ein Antibiotikum auf dieser Seite hier. Brauchen wir zwei dafür. Okay, Weizenfeld, die große Sache. Weizensaat. Gut, dann mache ich eine kurze Pause, vielleicht beruhigt sich das Spiel dann der Zeit. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie kann hier auf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum?
Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen eine feingefühlte Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Komm, hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Ich weiß, kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Raus aus deinem Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erklärt.
Na toll. Dann hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Da muss ich vielleicht halt ausbrechen. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Diesem Jungen gemacht. Philipp, ich habe gar nichts gemacht. Allen was. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein! Weltstück. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Wirst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Wenn diese Drohung mit dir ist. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt, das hast du nicht die Kanone geklaut. Ja. We'll get here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut.
hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Ich hab eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht! Wollte, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja, sofort. What has he done? Flame is good. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Das ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen nur so ein bisschen überdacht. Es. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Wenn Headface könnte wenn du Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den also kürzer machen. Mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielanwendungen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsbestimmung gelesen und meinen Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Weiß nicht. Dumm sind wir eigentlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder?
gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus. Wollen ausgerechnet nicht, die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich anlaufen und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. So, willkommen zurück. Ach, schauen wir mal, ob das Spiel es noch aushält. Oder mein PC, ich weiß nicht, an wem es liegt. Muss ich noch ein bisschen Palbille verschwinden. Emil Packer. Ah, da muss ich das nicht mehr fangen. Doch, muss ich doch machen, aber. So, ewig versucht zu fangen. So ist Mai geschlüpft. Das kann aber nicht viel. Eisenbahn, warte mal. Ein Metall. Neutral, Sphäre machen wir auch immer. Wow, okay, das Spiel, der PC, keine Ahnung, vielleicht bin es auch ich. Ich ruckel gerade ein bisschen zu viel. Jetzt sind wir den ganzen Tag drin gestanden. Macht man das da einfach mal morgens aus dem Fenster rausspringen. Muss ich noch was kochen? Und ein gekühlte Beeren können wir machen. Immer durch den Rand schlagen dürfen. Achso, jetzt habe ich vergessen in der Pause. Weizensamen waren das. Oder was? Weizen wird Weizensaat. Perlrot. Weizensaat. Wo kriegen wir das denn her? Mhm.
Was machen wir da jetzt? Fahren Händler, okay. Kleinen Dorf bringt sich wohl jemand. So mal nach den Händlern. Sehe ich auch genug rumlaufen. Statt sie abzuschlachten. Die Hutten waren wir auch noch nicht, da müssen wir vielleicht mal auch noch mal lang gehen. Oh, während der Pause ist neue Follower dazugekommen. Danke für den Follow, Opa Schlumpf 60. Aha. Ja, den Alert, den, der ist jetzt natürlich nicht in der Pause nicht dran gekommen, also willkommen trotzdem. Hector im Community. Neuer Follower. Interessant. Da haben wir doch einen Händler hier. Doch bestimmt Weizensamen, ja, Weizensaat. Sehr schön, wir brauchen Weizen kaufen. Noch ein bisschen Milch. Da haben wir es doch. Damit können wir jetzt das Feld anbauen. Weizenfeld. Ich gehe mal da drüben zu den anderen Stellen. Das Objekt in einem Figurenweg ist. Ich müsste es hier doch gehen, oder nicht? Ich laufe nur alle lang. Deswegen immer auf einen Moment, wo keiner lang läuft. Ich weiß nicht, ob es denn gehen wird. So, hier. Ich kann auch alle mit beim Bauen helfen. Weizen gesät werden. Ja, Pröschen im Wasser. Sehr schön. So, baue Waffenwerkbank. Mit der Waffen können wir noch nicht herstellen. Die Punkte haben wir, glaube ich, dafür noch nicht genügend. Auf dem Werkbank kommt dann auf Level 20. Aha. Level 21 dann die Muskete. Interessant. Habt ihr Spaß mit dem Betriebungstechniken? Habt ihr der ganze Spaß mit dem Teilrüstung? Mit den Waffen fängt dann dort an. Spaß. Eisdrüse bauen wir dafür noch. Eine. Mal schauen, ob ich hier irgendwo ein Eispal finde. Das Eisgebiet selbst können wir noch nicht. Und dort den Strand wird hier nochmal lang. Ist da irgendwo ein Eiswasser? Ich muss, glaube ich, irgendwo hier hin.
Ja, genau in die Richtung. Und dann gerade durch. Die Berge klettern. Oh, hier ist noch eine Statue, damit das hätten wir. Wir haben schon drei Statuen zu. Das müssen wir auch mal irgendwann machen. Wenn man so sehr das die Preise bei uns selbst verbessern, wird eher auf die Preise gehen. Aber so geht's auch. Das kann ich erst abhauen lassen. Ach, verdammt. An den Saum. Was haben wir hier? Was ist das große Viadukt? Drüben war glaube ich ein Bossfeld. Und wo war das? Irgendwo hatten wir noch den Eisvogel oder so. Das wäre das Eisvogel, wenn wir das mal machen können. Machen wir das auch heute noch. Müssen wir eher in die Richtung. Das wird tödlich. Ich versuche es zumindest. Wenn nur zwei Angeln sind. Und noch eine andere Mäche? Ja. Jetzt gehen wir versucht. Eine relativ blöde Idee, aber die auch nicht. Ja, wenn wir noch in einem Safe Point sind. Hier rein. Da kommen die rein. Puh. Nummer 2. Und die Zeile wieder. Und da müssen wir runter. Uff. Ganz vorsichtig. Nicht runterfallen. Und doch im Wasser landen. So tun wir das hin, dass wir sachte im Wasser landen. Gute Taktik. Ist bloß nicht am Strand ertrinken. Sehr schön. So muss das. Hier mal den Strand erkunden.
Komm, wachs, wachs. Immer so aggressiv für die. Die Waschbohr. Dann komm wieder zurück. Nur auf der 10 langsam da. Oh oh. Komm, rein mit dir. Ey. Rein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Albernes Klingel. Da auch noch. Nachher mal ein Freikarte scheinen hier. Zutaten zu verbrauchen. Habt ihr gehört, Pinguinis, ihr seid gefährdet. Ja, bis noch Angriff gehen. Was haben wir hier? Der liegt ja schon dort rum. Dann kommen hier vielleicht noch ein Entchen. Ach Mist. Der war zu schwach. Komm, muss da auch mal kommen. Einen großen Wasserpreis. Habe ich auch noch welche? Ein Waffenbruch. Das ist keine böse. Wird vielleicht noch reichen. Eins von mir zu fangen. Ich sehe nichts. Steht über mir. Hilfe, steckt im Stein. Was? Das war für die Nacht 90% Chance. Kann sowas nicht klappen.
Warum findet man jetzt kein Eiskristall hier? Den einen, den wir noch brauchen. Ich weiß gar nicht wofür. Achso, hier für die Rüstung. Keine Ahnung, wo wir Eispralz finden. Ein Eisvogel, wenn wir den besiegen. Vielleicht. Es ist hier auch gar keine Dingens, es gibt gar keinen Checkpoint. Muss ich mal zum Eisvogel gehen, vielleicht können wir den abschlachten. Und was hier rüber schaffen? Zum Anfang. Genug Ausdauer haben wir jetzt eigentlich. Das wäre schaffbar. Wir können erstmal zu der Insel schwimmen. Und hier ist noch ein Ei, ein Elektro-Ei. Nehme ich mit. Drüben müssen wir hin. Müsste eigentlich klappen. Am Anfang haben wir das nicht geschafft. Weil wir keine Ausdauer hatten, aber jetzt müsste das doch mal Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit machbar sein. Ja, hier ist er gleich da. Noch nicht mal die Hälfte rum. Easy. Was wie viel hinten? Aber es ist ja auch okay, Waffen drauf. Ich kann sagen, das ist ein Level 4. Na komm, Foxbox. Das ist das vierte doch irgendwie. Das ist eine gute Chance. Und hier sind wir wieder am Anfang. Auch interessant. Jetzt finden wir unsere erste Hütte. Hier ungefähr stand, ich glaube, hier haben wir die erste Hütte. Hier steht ja noch die Holzfällerplantage. Ich habe den Schlüssel mit. Die Hütte haben wir wurde abgebaut irgendwie. Sieht man noch die Reste der Steine, der Bergbau. Jetzt haben wir die erste Hütte aufgebaut. Jetzt haben wir Rest noch da. Dann das wieder bei unserer Nadel gekriegt. Das fühlt sich auch schon so wie eine Ewigkeit an. Dass wir hier angefangen haben. Da sind es erst 3-4 Streams insgesamt. Und von denen schon alle. Nicht können wir jetzt machen. Oha, da kommen wir noch ein paar. Allerdings nur 2 Bälle. Unsere Schläger sind zu gut. Das ist gut für anfangs. Und dann haben wir auch noch nicht alle. Und 2 brauchen wir noch.
zwei Hühnchen. Und wir haben noch einen Ball, glaube ich. Muss man Superball auf den Hühnchen schmeißen. Sehr schön. Komm rein mit dir. Sehr schön. Und check P auch mal erledigt. Ich glaube, gibt es erst zwei Paar, die wir überhaupt haben. Zu 100% zu 10. Das ist einmal hier. Check P und. Das Schafspokal. Das ist eine 100% Chance. Definitiv. Das können wir ja machen. Pure Verschwendung. 6 von 10. Sind wir ganz am Anfang. Back to the roots. Oh scheiße. In welchem Runde gefallen die Roots? Nachts sieht man hier wirklich sehr wenig. Okay. Ich habe leider keinen Ball mehr mit dabei. Jetzt könnte man den mal fangen. Wo finden wir jetzt einen Eispaar? Die kälteresistente Rüstung. Das wäre schon echt genial. Wenn ich die Eisvogel besiegen. Könnte schwierig werden. Und versucht es wert. So. Jetzt lässt man die Waffen und die Rüstung aufbessern. Ja, auch normal. So, jetzt müssen wir unbedingt das mal machen. Hals verbessern. Wir haben nichts davon. Was? Wir haben doch grüne. Wofür haben wir grüne Statuen bekommen? Achso, ach, damit können wir unsere eigenen Fähigkeiten. Wir haben da. Fanggeschick erhöhen. Das können wir jetzt 8-mal machen. Achso, ich kriege mal nein, ich bin doch blöd. Ach, ich brauche jetzt 7 Paar nochmal, um das Fanggeschick nochmal zu. Oh Gott. Das ist gar nichts wert hier. Ich dachte, ich denke mal, ich verpasse hier einiges. Was habe ich von 2 auf 3 gemacht oder was? Giftmuck sind für das Fanggeschick.
Oh. Achso, ich wollte mal. Ich will das hier mal durchrennen. So wie das Ace Room ist. Mal schauen, wie sehr wir hier verkacken werden. Ich meine, der Pika hier ist schon ziemlich genial. Und dass der hier ist, der 15 Ranking, wo das sogar fast schaffen. Na komm, versuchen wir's. Ace-Kugel zu besiegen. Jemand zu Hause? Oh oh, ach, er ist es. Ja, easy. Mache ich mal die Kleinen hier. Nicht so einen großen. Den Kleinen haben wir hier fast. Fast Game Over. Muss man hier noch fast abhauen. Ein paar spielen lassen. Ach du Scheiße. So viel dazu. Okay, ein bisschen mehr. Können wir kriegen. Ein bisschen weniger Konfrontation, mehr auf. Verteidigung gehen wir ein bisschen. Komm, den kriegen wir doch, das wäre ein Witz. Stärkste Paar ist jetzt ein bisschen im Arsch, aber. Wir haben noch andere. Puh, Rucke, die Rucke, die Rucke. Ein Hitzeresistente Klamotte bringt auch nicht jetzt gar nichts. Mal vielleicht ein bisschen die Armbrust nehmen. 8 Teile habe ich dafür. Die Nachladegeschwindigkeit ist tödlich. Das ist tödlich. Was ist hier? Okay, das, ich hätte auch ist ein bisschen mehr ausweichen. Ich, wenn ich da auch gefrostet werde, dann ist dann. Okay, Fernkampf kann ich ja diesen Kampf absolut vergessen. Und steht im Stein rum. Dann macht er mal. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Das wäre doch ein Witz, wenn man den nicht kriegen würde. Feuerbogen, der ist ganz hilfreich. Wir warten mal ein bisschen ab, bis wir hier
700 HP. 200.000 sind. Das dauert ein bisschen. Den Kaffee noch aussaufen. So, wird ich wieder voll. Na komm. Lass das Ball raus. Versteck dich. Oh nein. Weg hier. Aus welchen ist das A und O? Und mein Pal macht es auch nicht sehr präzise. Bisschen blöd, wenn die Angriffe so tragisch sind. Von den Kleinen, die ich richtig will. Naja, das schafft man noch nicht. Meine Hoffnung wäre, den jetzt hier runter zu kriegen. Einen direkten Angriff. Das Eigentliche hat da sehr viel gemacht. Ich weiß, das heißt immer noch nicht so. Jetzt haben wir sehr gut gelevelt. Kampfunfähig. Dann warten wir mal 10 Minuten. Was ist denn jetzt hier für eine Kampfmusik? Das Spiel verbuggt gerade komplett. Soundbug. Was tut das? Es ruckelt auch hier. Wie auch schon. Fernkampf kann ich echt komplett knicken. Rüstung beschädigt, da will ich jetzt einfach mal zurück. Wenn ich Kampfmusik so schön spielt. Spielt es wahrscheinlich noch ein Bosskampf sieht.
ist nur Geschichte, dann sollten wir die mal ausbessern gehen. Ja, fantastisch. Ich hoffe, das Ding läuft noch. Mein WLAN ist gerade auf. Wahrscheinlich nicht mehr. Egal, ich spiele weiter, ich nehme das ja auch mal auf. So geschieht, ich kann jetzt gerade wenig dran tun. Sonst krieg hier noch, ich krieg hier noch ein bisschen PAL Radio. Zum Ende des Kampfes schmiert hier nochmal alles hoch, ja. Zum Ende des Teams. Warum habe ich 100 Preiswählen? Crazy. Sechs Minuten. Dann mache ich mal eine kurze Streampause, würde ich sagen. Sechs Minuten einfach mal warten. Der wird jetzt das Team sowieso gerade offline. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal wirken. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay.
Okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ja. Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der Feingefühl in der Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Das kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Können wir hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssieger, um genauer zu sein. Parfüm, Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Draußen ist anstrengend. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Und dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erfährt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Am Schiffflash hat großes Brechern. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Ich habe gar nichts
Ich habe auch mal die Schwierigkeiten ein bisschen runtergeregelt. A, damit die Kämpfe leichter werden. Und B, damit wir auch dieses lästige. Das lästige Dings Rüstung verlieren und Gegenstände. Dass wir das mal irgendwie. Dass wir das mal nicht mehr haben. Wenn ich sterbe, dass dann meine Rüstung abnehme. Und wenn ich mal durch die halbe Welt laufen müssen. Dann mal schauen, wie schnell der jetzt geht, der Boss. Na komm. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich abhaue. Natürlich. Ich darf mich um den kümmern. Ich werde mal trotzdem erstmal irgendwie die Kleinen entfernen. Das ist die größte Last. Oha, oha. Nein. Ich muss weg. Leben essen. Irgendwie hier vielleicht. Aber das schaffen wir auch jetzt nicht. Noch die Pals verlassen. Auch noch ein bisschen mit drauf haben. Na komm. Das können wir schaffen. Ja, mit dem niedrigen Schwierigkeitsgrad jetzt nochmal. Das ist ja erster Boss-Sieg. Erster Boss-Sieg ist das nicht. Zweite, wenn schon. Komm jetzt mal auf. Kann man nicht aufheben. Und dadurch jetzt wenigstens irgendwie Eiskristalle gehalten. 10 Eisdrüsen, sehr schön. Das ist jetzt das Ding wieder verpackt. So wie den Sound. Soundglitch. Nun geht's zur Statue und warum ist es auf einmal Nacht geworden? Das ist die kälteresistente Rüstung für ihn. Wer greift mich denn jetzt hier an? Die Boss-Fight-Musik einfach immer noch. Das Spiel ist halt wirklich noch unnötig. Das merkt man hier und dort. Ich kann jetzt nicht schlafen. Das ist problematisch, weil ich wahrscheinlich noch im Bosskampf bin. Nochmal kurz zum Titelbildschirm zurück. Das hat vorhin auch geklappt. Ich hoffe, das hat jetzt gezählt. Ich glaube, damit können wir auch die Rüstung jetzt reparieren. Ja, dieser Ding hier.
Die Rüstung müssen wir reparieren. Und wir sind nicht mehr lange tragen. So, davon wollen wir eine. Na komm, ich brauche ein bisschen Hilfe. Kälteresistente Fellrüstung, das klingt doch sehr gut. Nur nachts mit rumlaufen. Blau ist zwar nicht meine Lieblingsfarbe, aber es geht hier nicht um den Look, sondern um den Effekt. Genauso viel Verteidigung und Kälteresistent. Yay. Ach, Überfall, was wollt ihr denn? Kommt von dort drüben. Hier drüben. Was wollt ihr? Rennt ihr einfach rein? Hey, hier bin ich. Lass mich hier nicht aufhalten. Wo wollt ihr hin? Darf ich mitkommen? Wollte ich gegen das versammelte Team im Camp kloppen? Richtig große Nummer. Zu bescheuert. Und eine von uns. Das Suizidkommando ist in unser Lager gekommen. Hier war rum. Hätte ich schon auf dem Weg stoppen können, aber nö. Das wollten die ganz unbedingt. Wie sieht's denn nach dem Bossfight in dem Waffenwerkbank aus? Ja, ich habe hier ein bisschen Waffenwerkbank. Gigasphäre, oha. Unbedingt. Ich will nochmal mehr fangen. Jetzt neue Steigung von der Gigasphäre, eine Terrasphäre. Ich will wahrscheinlich nochmal eine Ultrasphäre. Eine legendäre Sphäre. Können wir dann alles. Was ist das hier für ein Chaos? Da rennt sie hin und her. Waffenwerk mit metallbaren Bogen oder Nägel? Aber metallbaren sind es gar nicht mal so viele, als wir ihn kriegen. Noch ein bisschen Erz abbauen. Ich baue Nägel. Jetzt muss ich hier mal wieder ein bisschen meinen gehen.
Die Spawn zum Glück mal ganz, ganz toll. Oha, ein Depresso. Das müssen wir fangen. Nein! Verdammt. Habe ich sie getötet. Sachen gibt's. Den Platz im Inventar, was willst du? Flintenmunition. Die zerrissene Verrüstung, ich behalte sie immer noch. Ich muss auch mal wieder im Lager ein bisschen. Ist doch scheißegal. Mit das Zeug. Schleich halt zurück ins Camp. Knochenlos werden. Den werden wir später bereuen. Federschmuck, können wir das ausrüsten? Ne, irgendwie nicht. Material ist das. Wichten die 10. Brauchen wir gerade sowieso noch nicht. Noch ein paar Beeren fressen. Gigasphäre Maps, die haben wir freigeschaltet, damit wir das eine davon haben. Bärensamen brauchen wir auch nicht. Sticker. Jetzt können wir zumindest wieder laufen. Nicht rennen, aber laufen. Ich schnappe nicht. Nur unterwegs noch mehr mit. Und jetzt können wir wieder rennen. Jetzt haben wir die Hälfte von dem Gewicht abgegeben. Ja, nee, genau. Machen wir gleich die Nägel fertig. Wie viele brauchen wir dafür? Vier Nägel brauchen wir. Ein bisschen Hilfe gebrauchen.
Das mit dir wird. Mensch. Ich glaube, ich habe zu viel gemacht, weil es immer zwei sind. Jetzt habe ich 8 gemacht statt 4. Session können wir machen. Dann stelle ich sie hin. Irgendwo hier. Oder ins Haus rein. Nimm die Pal. Wegkommt. Schon wollte dann damit auch schon gleich was bauen können. Wir haben sehr viel. Ach, schade, dann müssen wir erstmal Fallschattenwaffen zu. Das wir können jetzt machen. Von den blauen Sphären haben wir jetzt genügend. Ich noch mehr hier. Gigasphäre, dann müssen wir die Pal fangen lassen. Etwas stärkerer Pal, glaube ich. Okay. Mal sehen, wie viele. Also, wie stark das. Müssen wir mal einen Kampf ausprobieren. Das Waffenwerk ist gebaut. Lager 12. Heilflauschbett. Ah, jetzt muss noch 10. Ja, natürlich. Heilflauschbett. Jetzt kriegen wir so diese Betten hier. Sachen gibt's. Wenn man eine helfende Hand könnte man gebrauchen. Wer kann hier noch was leisten? Mit rein. Zwei Pal Flauschbitten. Können Lobby. Gummibet im Teilrüstung. Teppichset. Wissen wir, was haben wir auch noch nicht freigeschaltet zwischendurch, weil wir Sachen noch nicht entdeckt haben. Vielleicht das Flauschset darunter. Steinbauset, Zement. Ich glaube, das kommt noch später hier. Musikzimmer-Set. Eine Flügel. Head-Pistole. Nur unter 25. Das sehe ich jetzt noch nicht, das prima Bett, aber mit dem Lager-Level 12 sollten wir zuerst mal
zufrieden geben. Ja gut. Haben wir auch wieder einen Bosskampf geschafft gegen eine Ente. Ein Eisvogel. Oh, das wird doch nichts. Ein paar neue Gebiete erkundet. Star aufgebessert. Ne, Preis gefunden. Dann nicht mehr erkundet. Ich will immer zu viel, wenn wir raufklettern. Oh, hier ist ein Ei. Ja, was würden wir auch mal machen? Ist mir die Schnur geklettert. Oh, hier sehen wir mal wieder Weizen gebaut wird. Hilf mal ein bisschen mit. Was wird hier die Eier? Eier ausbrüten. Jetzt mir aber zu ruhig das Ei. War das wieder schnell. Jetzt können wir das noch machen. Ein bisschen kochen in der Zeit. Ja, 20 sind die Preise schon, beziehungsweise Level 19. Gleich. Jetzt kann ja nichts Gutes sein, was da rauskommt, wenn das nur eine Minute braucht. Auch essen. Da kommt jetzt gleich so ein Schafspaar raus oder so. Fünf, vier, drei, zwei. Eins. Was bilden. Ein Fuddler. Naja. Ich muss dann das einwirken haben. Das geht ja alles jetzt sehr schnell. Egal, ich mach. Heute Schluss. Ein Liffen. Ein Lager. Für 118 Preis wäre alles ungewöhnt. Oh. Wir gleich mal. Jetzt machen wir das Gewicht. Ein bisschen mehr starten, mehr. Stapeln können, ja. Mehr im Inventar stapeln können. Auch nicht schlecht.
Hier ist eine Wolke. Ist dunkel. Macht gern vom Symptom aus. Feierabend. Da sieht man ein bisschen, was da unten läuft. Kann man ein bisschen überwachen. Was in unserem Lager so gut geht. Hübsch. Läuft, es vergrößert sich immer. Neue Sachen kommen dazu. Wir könnten noch mehr Preis reinwerfen. Wir können das hier machen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Von hier oben. Und von unten spawnen lassen. Oh, spawnt mit ab. Cool. Na dann. Das sieht ja wild aus. Ja, abbauen. Da unten. So ist denn nicht. Na dann. Danke fürs Zuschauen. Jo. Gut so. Würde man sagen, ich spreche hier kurz. Dann gehen wir noch mal hin. Sehen uns vielleicht morgen wieder. Mal schauen. Ich glaube, morgen habe ich noch was geplant mit Moni. Da spielen wir dann Borderlands weiter. Obwohl, muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Muss mal gucken. Eventuell müssen wir morgen. Ja, muss nochmal mit Moni bequatschen. Heute aber erstmal ab in Endcards und dann ab in Raid.